Das mittelständische Unternehmen bekommt das Zertifikat nicht nur für die kontinuierliche Ausbildung der Lehrlinge, sondern auch dafür, dass man die, die es wollen, übernimmt oder ihnen bei der weiteren Zukunftsplanung hilft. Hier bekommen selbst die eine Chance, die Schule oder Studium abgebrochen haben. Ich hatte halt mein Studium abgebrochen und hatte dann halt beim Arbeitsamt nachgefragt, wie es aussieht. Ich hatte dann gleich einen Tag später Bewerbungsgespräch und die waren gleich angetan von mir. Eine Woche Probearbeit und einen Monat später hatte ich dann die Gleichstellung. Ob Kaufmann, Papiertechnologe, Lagerist oder Energieelektroniker, jedes Jahr stellt die Fabrik ein paar Azubis ein. Die Kartonfabrik ist 100 Jahre alt. Das Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter und stellt jährlich 30.000 Tonnen Graukarton aus Altpapier her. Zu DDR-Zeiten war die Fabrik ein volkseigener Betrieb. 1995 erfolgte die Privatisierung. Wer mal reinschnuppern will in die Kartonmacherei, die Fabrik bietet auch regelmäßig Praktika an.